Wir brauchen hier Hilfe. Irgendjemand. Hallo? Oh, ein Notfallknopf. Ladybug eilt zur Rettung. Hm, eine Nachricht? Für mich? Du bist jetzt die Ärztin? Was soll das denn heißen? Hey, hilf mir doch mal. Aber ich will keine Ärztin sein. Na dann, mach's gut. Ich habe doch keine Ahnung, wie man Menschen behandelt. Und der erste Patient steht schon vor der Tür. Was soll ich denn machen? Du musst mir helfen, Doc. Mein Schwanz hat sich in der Tür verfangen. Natürlich werde ich dir helfen. Au, bitte sag mir, dass ich wieder gesund werde. Keine Sorge, du bist in guten Händen. Du musst geröntgt werden. Okay, mal sehen. Oh, ich fürchte, es ist eine Fraktur. Das verlangt nach Notfallmaßnahmen. Doktor, ich brauche ihn noch, weißt du? Mach dir keine Sorgen. Lass mich einfach meine Arbeit machen. Ich werde mich schon um alles kümmern. Ich bereite den Gips vor. Zuerst weiche ich es in einer sterilisierten Lösung ein. Dann füge ich einfach etwas schwarzen Farbstoff hinzu. Nur ein paar Tropfen sollten reichen. Chichi, wow! Und jetzt halt still! So ist es gut. Aber pass in Zukunft auf, okay? Oh, Doc, du bist ein Lebensretter. Ach, komm schon. Ich mach doch nur meinen Job. Vielen Dank, Ladybug. Oh nein, das ist ein Notsignal. Jemand braucht einen Helm. Sorry. Das ist Liebe auf den ersten Blick. Oh, er sieht einfach so gut aus. Doktor, du musst mir helfen. Was ist denn mit dir passiert? Naja, du weißt schon, meine Reißzähne. Eigentlich ist das ziemlich lustig. Das ist überhaupt nicht lustig. Egal, ich bezahle. Na dann, lass uns anfangen. Mal sehen. Was hast du vor? Ah! Ah! Ist das Graf Dracula? Die Ablenkung hat geklappt. Hey! Oh, ich glaube, es hat geklappt. Das freut mich. Oh, das gibt's doch nicht. Was ist mit meinem Reißzahn los? Ich kann nicht zulassen, dass man mich so sieht. Schon gut, schon gut. Bleib ganz ruhig. Ich weiß eine perfekte Lösung. Das ist meine beste Behandlung. Mach deinen Mund auf. Wow, er ist so gut wie neu. Und hier ist deine süße Belohnung. Vergiss es. Ich habe eine Lieferung für Ladybug. Oh, danke schön. Wow, danke für deine Hilfe. In Liebe, Cat Noir. Was da wohl drin ist? Chichi, wow. Ich muss es anprobieren. Es sieht unglaublich aus. Klopf, klopf. Darf ich reinkommen? Oh, Doktor, ich fühle mich schrecklich. Erzähl mir mehr. Oh, hey, immer mit der Ruhe, Kätzchen. Oh, tut mir leid. Ich brauche deine Hilfe. Oh, na gut, okay. Ich werde alles tun, was ich kann. Fang an und nimm diese Medizin, okay? Nein, niemals. Naja, dann muss ich etwas nachdenken. Stimmt, warum habe ich nicht schon früher daran gedacht? Keine Katze kann jemals einer leckeren Portion Fisch widerstehen. Oh, schau dir das an. Und ein bisschen Medizin für den Bauch. Guten Appetit. Es ist einfach perfekt. Und Hello Kitty, fühlst du dich jetzt besser? Ja, mir geht's super. Oh, das freut mich zu hören. Du bist die beste, Doc. Hier, das ist für dich. Bye. Oh, endlich ist es Zeit für meine Mittagspause. Mein Lieblingsmüsli. Oh, hallo, Doktor. Ich kann nicht aus meinem Bett aufstehen. Du musst mich gesund machen. Sag nichts mehr. Ich kümmere mich um den Fall. Oh nein, meine Poster. Was mache ich denn jetzt? Puh, das ist geklärt. Na gut, mal sehen.
Oh, du hast hohes Fieber. Du hast Glück, dass ich das perfekte Rezept für Erkältungsmedizin kenne. Minze, Zitronen und Honig. Das riecht so gut. Wirf ein Zweig Minze und ein paar Zitronenscheiben in den Mixer. Genau so. Und dann gibst du noch etwas leckeren Honig dazu. Und bedecke das Ganze mit deiner Lieblingsteesorte. Ich bin fast fertig. Und jetzt nur noch mixen. Und unser Wundermittel ist fertig. Es fehlt nur noch ein Strohhalm. Und ein süßer kleiner Regenschirm kommt noch dazu. Hier, nimm das. Oh, Doktor. Ich glaube, es geht mir schlechter. Hatschi. Oh, widerlich. Du musst meine Medizin nehmen. Wow. Ich spüre, wie meine Superkräfte zurückkehren. Ich bin immer bereit zu helfen. Leg deine Hand hier hin. Peng, peng, peng. Oh, ich muss jetzt wirklich los. Was für unerwartete Gäste. Du dachtest wohl, du hättest mich zum letzten Mal gesehen, hä? Huh? Du bist hier nicht willkommen, Hogmoss. Komm schon, ich brauche wirklich deine Hilfe. Meine kleine Tochter hat einen Splitter. Es tut so weh. Natürlich helfe ich dir, Schätzchen. Na dann, Waffenstillstand? Na schön. Ich kann nicht glauben, dass du darauf reingefallen bist. Na, was soll's. Ich wollte sowieso nicht mit dir befreundet sein. Ich habe keine andere Wahl. Hab keine Angst, Kleine. Zeig mal her. Oh nein. Dafür brauchen wir etwas Spezielles. Tada! Und schon ist das Problem gelöst. Ist das Blut? Jetzt kommt der aufregendste Teil. Du kannst dir dein Pflaster aussuchen. Welches gefällt dir am besten? Wow, es gibt so viele. Ich will... ein Ladybug-Pflaster. Tolle Wahl. Auf keinen Fall. Du bekommst den Schmetterling. Aber ich will das hier. Okay, Leute, helft uns bei der Auswahl. Welches Pflaster ist besser? Das Ladybug-Pflaster oder das mit dem Schmetterling? Ihr habt mir sehr geholfen. Ihr Kleine. Danke, Doc. Und sei von nun an vorsichtiger. Das werd ich. Also, bye. Und benimm dich. Oh, das hätte ich fast vergessen. Hier, ein kleines Geschenk zur Erinnerung an uns. Oh, was ist das? Es ist eine Bombe. Wer ist da? Hi, Doc. Sorry, dass ich dich erschreckt habe. Oh, wie auch immer. Die Sache ist die, ich bin schwanger. Okay, na dann, setz dich. Und wir werden das Geschlecht des Babys erfahren. Oh, es ist ein gesunder kleiner Junge. Ist der nicht süß? Ah, ich stehe kurz vor der Entbindung. Keine Sorge, du bist in guten Händen. Vergiss nur nicht zu atmen. Und hier kommt das Baby. Oh, hey, das ist mein Stethoskop. Gib es sofort zurück. Oh, da bist du ja, mein süßes Baby. Puh, das war heute ganz schön heftig. Ich wusste gar nicht, dass es so schwer ist, ein Arzt zu sein. Ich frag mich, wie es meinem Schwarm geht. Miau, wach auf. Ah, ich werde angegriffen. Hey, ich bin's nur. Und ich habe tolle Neuigkeiten für dich. Geh nicht weg, okay? Oh nein, auf keinen Fall. Was? Du hast dir nur die Schnürsenkel gebunden? Ja, aber jetzt bin ich fertig. Also, Ladybug, willst du mich heiraten? Ja, natürlich will ich. Los, gib mir den Ring. Au, das tut weh. Oh nein, ich lasse mir diesen Moment nicht durch Rückenschmerzen verderben. Wo tut es weh? Ja, okay. Ja, bleib stark für mich. Nur noch ein bisschen und... Wow, es hat tatsächlich funktioniert. Also, wo waren wir? Ja, ich will dich heiraten. Hm, was ist denn hier los? Hi, kennst du mich noch? Du hast meinen Splitter rausgezogen. Oh, stimmt, bin gleich wieder da. Was ist mit unserem Kuss? Wie kann ich dir helfen?
Tada! Willkommen in meinem Geheimversteck. Wow! Ich kann nicht glauben, dass ich in Ladybugs Zuhause bin. Deine legendäre Maske und dein Jojo. Dein Anzug ist so stylisch. Ah, das Grauen. Ja, diese Pickel sehen ziemlich schlimm aus. Eins, zwei, das sind ganz schön viele. Aber keine Sorge, Ladybugs Beautybox wird uns helfen. Mal sehen, was wir hier haben. Ladybug? Ah, nimm dich einfach zurück. Entspann dich und lass mich das machen. Hey, aber was ist mit meiner Puppe? Ich könnte auch ein Makeover gebrauchen. Okay. Ja, das könnte ich machen. Du hast Glück, dass ich ein tolles Rezept kenne. Gib einfach etwas Glitzer dazu und misch alles. Und los geht's. Diese Maske wird sich um dein Problem kümmern. Gut, wir nehmen sie ab. Wow, es hat wirklich funktioniert. Das gilt auch für dich. Meine Haut ist so glatt. Ja, das ist unglaublich. Sieht so aus, als wäre es einfacher, pickellos zu werden, als du denkst. Hier ist die Anleitung für dein Ladybug-Makeover. Gut, dann fangen wir mal an. Wir haben viel Arbeit vor uns. Aber das schaffen wir schon. Wir haben uns schon um deine Haut gekümmert. Als nächstes werden wir dir ein schönes Lächeln schenken. Oh, meins sieht doch schon gut aus. Siehst du? Was sagst du? Das gibt's doch nicht. Wir müssen eine Gefahrenwarnung aufstellen. Aber ich bin mir sicher, dass meine Beautybox etwas hat, das hilft. Ah, meine spezielle Zahnbürste. Lass uns einfach etwas Zahnpasta dazugeben und uns an die Arbeit machen. Lass es uns endlich rausnehmen. Wow, das nenne ich mal eine sanfte Landung. Ladybug, hat es geklappt? Oh ja, jetzt ist es perfekt. Oh, warte. Dieser schreckliche Geruch ist immer noch nicht weg. Hey, was willst du denn damit sagen? Ach, egal, wir müssen dich ein bisschen säubern. Wir fangen mit einem schönen Blumenbad an. Oh, das fühlt sich toll an. Das kann ich mir vorstellen. Willkommen im Ladybug Spa. Um eine unglaubliche Badebombe herzustellen, brauchst du nur etwas Zitronensäure und etwas Backsoda. Misch die trockenen Zutaten zusammen. Und dann fügst du ein notwendiges Öl hinzu. Genau so. Nur noch mischen und tada! Also gut, welche Farbe sollen wir nehmen? Schwarz, rot oder grün? Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Obwohl, oh ja, das ist perfekt. Rot ist schließlich Ladybugs Markenzeichen. Füge einfach etwas Farbe zum Mischen hinzu und misch alles zusammen. Wenn die Mischung fertig ist, formst du sie zu einer Kugel. Und schon hast du eine selbstgemachte Badebombe. Wie wär's mit DIY? Sieh dir all diese Blasen an. Es riecht unglaublich. Richtiges Hygieneverhalten ist ein Beauty-Must-Have. Hier, deine Puppe ist jetzt schön sauber. Ich hab da eine Idee. Oh ja, das ist toll. Ups. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist so eklig. Ah, sieh dir nur all dieses Zeug an. Ich kann gar nicht hinsehen. Lass mich mal einen Blick drauf werfen. Das ist schlecht. Okay, bleib ganz ruhig. Ich habe das schon mal gemacht. Das kriegen wir im Handumdrehen hin. Lass uns erst einmal den Schaden abschätzen. Ja, das ist kein Anblick für schwache Nerven. Ich kann es immer noch kaum glauben. Okay. Es ist Zeit für entscheidende Maßnahmen. Hey, müssen wir das wirklich tun? Oh, das fühlt sich eigentlich ganz gut an. Ich glaube nicht, dass ich diesen Anblick jemals vergessen werde. Und jetzt noch der letzte Schliff. Sieh dir diese Ohrringe an. Sind die nicht süß? Und, gefallen sie dir? Ja, total. Aber was ist mit meiner Puppe? Klar, ich habe auch ein paar für deinen kleinen Freund. Blaue Haare gehören zu Ladybugs unverzichtbarem Look. Und wie kriegen wir das hin? Wir schauen uns mal deinen Kopf an. Wir werden erstmal diese Zöpfe los. Sei nicht so schüchtern. Oh, das sieht nicht gut aus. Na gut, setz dich einfach hin. Und ich kümmere mich darum. Autsch, das tut weh. Au. Oh nein, die Bürste steckt fest. Ich helfe dir.
komm schon. Ich habe das schon 1000 Mal gemacht. Es geht los. Ich sagte doch, ich mach das. Puh, das war anstrengend. Wow, ist alles in Ordnung? Nichts wie raus mit dir. Hilfe! Autsch, was machst du denn da? Ich hab's fast geschafft. Ups. Versteckst du etwas vor mir? Nein, gar nichts. Also gut, was sollen wir jetzt tun? Danke, Beautybox. Es ist Zeit für dein Makeover. Bist du schon fertig? Hab Geduld. Gieß die Farbe einfach in die Schüssel hinein. Und misch sie mit einem Pinsel. Also gut, los geht's. Zuerst breitest du eine Haarsträhne auf einem Blatt Folie aus. Oh, dann trägst du das Färbemittel auf die Haare auf. Dauert es noch lange? Nein, das war's schon. Oh, das sieht so cool aus. Wir sind im Grunde Zwillinge. Lass uns anfangen, dir auch Zöpfe zu machen. Aber ich will auch solche Haarschleifen. Oh, Moment. Dafür brauchen wir ein Stück rotes Seidenband. Und ein paar schwarze Pailletten. Und Halbperlen. Damit erstellst du ein schickes Ladybug-Punktmuster. Und schon hast du ein paar Ladybug-Bänder. Sehen sie nicht unglaublich aus? Ja, total. Her damit. Okay, lass uns anfangen. Oh, abgefahren. Dieses Makeover wird von Minute zu Minute magischer. Du siehst toll aus, April. Hm, was ist denn los? Naja, wir haben meine Puppe total vergessen. Ach, das ist doch kein Grund, traurig zu sein. Sie bekommt auch ein tolles Makeover. Als erstes werden wir all die überflüssigen Haare los. Dem Spliss kannst du lebewohl sagen. So weit, so gut. Für eine Puppe ist blaue Wimperntusche genau das Richtige. Fangen wir an und färben wir auch die Haare. Sehr schön. Oh, und Haarbänder habe ich auch für dich. Oh, wie süß. Oh, das geht gar nicht. Du kommst mit mir mit. Die Nägel eines Superhelden müssen tadellos manikürt sein. Ein warmes Handbad wird uns helfen, den Schmutz zu entfernen. Aber nur, wenn wir die Finger gründlich bürsten. So einfach ist das. Oh, meine Hände waren noch nie so sauber. Wir sind aber noch nicht fertig. Für den nächsten Teil brauchen wir eine elektrische Nagelfeile. Oh, immer mit der Ruhe. Sorry, das war ein Versehen. Das glaube ich dir nicht. Oh, schön rot, meine Lieblingsfarbe. Fang an und trag eine gleichmäßige Schicht Nagellack auf. Und dann trägst du die schwarzen Ladybug-Punkte auf. Ja, genau so. Oh, süß. Aber hast du nicht etwas vergessen? Ich will auch solche Nägel. Klar doch, bin schon dabei. Wir nehmen eine Heißklebepistole, um die Nägel der Puppe zu verlängern. Aber schneide die scharfe Spitze danach unbedingt ab. Mach weiter, bis du jeden einzelnen Finger bedeckt hast. Wow, du bist unglaublich, Ladybug. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Maske schon mal gesehen habe. Oh, Bingo, das ist meine. Ah, sie lässt sich einfach nicht aufsetzen. Ich versuch's nochmal. Ah, oh, du. Hey, das bringt mich auf eine Idee. Das ist schon viel besser. Jetzt werde ich sie nie wieder verlieren. Du hast deine Maske mit Klebeband befestigt. So kann man das auch machen. Aber ich glaube, ich kann dir eine perfekte Ladybug-Maske malen. Au ja, lass uns anfangen. Male einfach einen Umriss der Maske und fülle sie dann aus. Sei besonders vorsichtig bei den Augenlidern. Und vergiss nicht, die Ladybug-Punkte mit schwarzem Lidschatten zu malen. Tada! Die Maske ist fertig. Jetzt wird niemand mehr Aprils geheime Identität aufdecken. Freut mich, dass sie dir gefällt. Ich liebe sie. Aber meine Puppe braucht auch eine Maske. Wenn es um Puppen geht, ist Acrylfarbe genau das Richtige. Toll! Siehst du? Jetzt passen wir zusammen. Endlich! Ich hätte nie gedacht, dass dieser Tag kommen würde. Das ist Ladybugs Superanzug. Oh, der ist viel zu groß für mich. So kann ich nicht gegen Schurken kämpfen. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Ja, das könnte funktionieren. Bleib stehen. Bleib ganz ruhig.
Hey, was machst du da? Sei nicht so ängstlich. Ich aktiviere den Schrumpfungsmodus. Nein, bitte, tu das nicht. Wow, der Anzug passt jetzt super. Aber wir brauchen noch ein weiteres Outfit. Der erste Schritt ist, den Körper der Puppe auf ein Blatt Papier zu legen. Dann zeichnest du vorsichtig den Umriss nach. Danach schneidest du die Schablone aus und legst sie auf ein Stück Stoff. Mach weiter und schneide so viel davon ab, wie du brauchst. Nimm eine Nadel und etwas Garn, um das Kostüm zu nähen. Wir sind fast fertig. Zum Schluss malst du mit Acrylfarbe ein paar schwarze Punkte auf. Und warte, bis es vollständig getrocknet ist. Wow, du siehst unglaublich aus. Danke, du aber auch. Es ist auch Zeit für meine eigene Verwandlung. Tiki, fang an! Wow, das war unglaublich. Ja, oder? Kann ich auch eine Ladybug-Handtasche bekommen? Bitte. Klar, zuerst brauchst du eine Styroporkugel und einen Cutter. Fang an und schneide ein Stück von der Kugel ab. Genau so. Sei besonders vorsichtig, wenn du mit dem Messer arbeitest. Danach klebst du die beiden Hälften mit Heißkleber zusammen. Halte sie ganz fest, bis der Kleber fest geworden ist. Und jetzt ist es Zeit, kreativ zu werden. Bedecke das Ganze mit roter Farbe. Verwende Schwarz, um Punkte zu malen. Und dann noch ein bisschen Grün, um dem Ganzen den letzten Schliff zu geben. Aber es fehlt noch etwas. Stimmt, wir brauchen noch den Henkel. Da kommt unser übrig gebliebenes rotes Band gerade recht. Falte es einfach einmal und klebe es an die Tasche. Ich habe etwas für dich. Danke, Ladybug. Du bist die Beste. Wir dürfen Ladybugs Jojo nicht vergessen. Ein Jojo für deine Puppe zu basteln ist total einfach. Zuerst zeichnest du ein paar schwarze Punkte auf rote Magnetknöpfe. Schon mal sehr gut. Und dann fügst du eine Prise Magie hinzu. Reif dir eine dicke Schnur und wickel sie um die Magnete. Mach am Ende eine Schlaufe. Und fertig. Pass gut auf meine Geschenke auf. Ja, versprochen. Dann lass uns gehen. Ja, und dann habe ich ihm gesagt, wow, das gibt's doch nicht. Das ist die Ladybug-Crew. Die sind so cool. Danke für deine Hilfe. Ach komm schon, dafür sind Freunde doch da. Naja, wir sehen uns. Ladybug, können wir ein Selfie mit dir machen? Klar. Oh, ist das schön. Blitz und Donner, Ladybug gibt es nicht mehr. Hey, du hast es so gewollt. Was ist denn hier los? Hey, was ist mit mir passiert? Ich werde dir alles erklären. Oh, Ladybug, du bist die beste Teamkollegin aller Zeiten. Ist das für mich? Das ist so lieb von dir. Oh, ist das ein neues Mädchen? Hi. Wow. Sorry, Ladybug, aber ich muss gehen. Warte, ich komme gleich. Hi. Wow, deine Reißzähne sind so schön. Oh, du Betrüger. Das lasse ich dir niemals durchgehen. Dafür muss ich mir einen guten Plan ausdenken. Die Vampirbraut sollte besser aufpassen. Ich werde dieses Rätsel lösen. Du wirst es noch bereuen, dich mit mir angelegt zu haben. Also gut, mal sehen. Also, wie besiegt man einen Vampir? Ich fange mit etwas Knoblauch an. Füge eine gesunde Portion Sonnenlicht hinzu und mische das Ganze mit einem Holzflock. Ich hoffe, du magst Salz. Mal sehen, was du davon hältst. Oh ja, das ist der perfekte Plan. Guten Morgen, Catnor. Hast du Hunger? Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Ich will das. Sieht so appetitlich aus. Was?
Das ist das einzige Essen, das ich zum Frühstück haben möchte. Gib mir einen Moment. Mal sehen, wie dir dein schöner Knoblauch-Cocktail schmeckt. Ah, hey, vorsichtig. Oh, sieht so aus, als hätte ich das vermasselt. Wollen wir frühstücken? Dein Leckerbissen ist schon da. Das geht so weit, Catnor. Ich dachte, du wärst ein Held. Warum spielen wir nicht ein kleines Spiel? Sieh mal, ein Laser. Ich werde ihn auf jeden Fall fangen. Ich hab's fast geschafft. Psst. Ich bin hier, um dich zu retten. Ich schätze, mein Plan war wohl nichts. Ich kann Knoblauch von der Liste streichen. Aber ich darf nicht aufgeben. Ich werde dafür sorgen, dass der Vampir bereut, was er getan hat. Toll! Genau ins Schwarze getroffen. Oh, Sonnenlicht? Oh, was für ein perfekter Tag für ein Date. Okay, die Party ist vorbei. Es wird Zeit für etwas Hitze. Ah, die Sonne! Ah, wo habe ich nur meine Sonnencreme hingetan? Ich hatte sie hier irgendwo. Catnor, tu endlich was. Klar. Bin gleich wieder da. Keine Sorge, ich rette dich. Du kannst mir vertrauen. Na, du hast alles kaputt gemacht. Jetzt bist du dran. Die Vorhersage lautet, es wird sonnig. Ah, oh, was mache ich jetzt? Es ist nicht so übel, wie es aussieht. Na gut, du musst dich ein bisschen frisch machen. Hey, was war das gerade? Oh, das gibt's doch nicht. Das darf nicht wahr sein. Na, oh, ich kann nicht glauben, dass sie noch zusammen sind. Sonnenlicht funktioniert auch nicht. Ich muss mir etwas anderes einfallen lassen. Na gut, Blutsauger. Bist du bereit? Dann bereite dich auf meine Spezialattacke vor. Das ist dafür, dass du mir meinen Teamkameraden gestohlen hast. Du wirst es noch bereuen, dass du geboren wurdest. Puh, jetzt kann's losgehen. Wie kann man ein romantisches Date ruinieren? Mit einer Prise Salz natürlich. Aber psst, sag es keinem, okay? Ich kümmere mich um jeden, der dich belästigt. Deine neue Freundin geht nirgendwo hin. Dafür werde ich schon sorgen. Na dann, viel Spaß, ihr Turteltauben. Oh, Catnor, du bist einfach so... Au, au, au! Ich bin gefangen? Was ist denn hier los? Oh, das ist nur ein bisschen Salz. Bleib sitzen und denk darüber nach, was du getan hast. Du siehst heute toll aus, Polly. Womit habe ich das verdient? Aber ich glaube, das kann ich ändern. Ha, das ist kinderleicht. So leicht kannst du einen Vampir nicht besiegen. Ich kann nicht glauben, dass dieser Vampir mich schon wieder überlistet hat. Oh, was ist denn das? Ah! Oh, was ist hier eigentlich los? Du gehörst mir. Ja, ich gehöre dir. Ah, sie hat ihn hypnotisiert? Polly, du bist vielleicht ein böses Genie. Aber ich bin schlauer als du. Meine 1+ in Chemie beweist es. An die Arbeit. Ich füge etwas hiervon hinzu. Und auch ein bisschen davon. So weit, so gut. Ah, du kommst genau zur richtigen Zeit. Wir führen hier ein super wichtiges Experiment durch. Lass uns nur einen Tropfen hinzufügen und... Sieht gut aus. Ha, ich habe ein Mittel gegen Hypnose erfunden. Warte nur, Catnor. Ich komme. Du wirst nicht glauben, wie schwer es ist, ein Vampir zu sein. Rate mal, wer wieder da ist. Hast du mich vermisst? Hoffmoss? Ich lasse mir mein Date nicht von dir ruinieren. Ha, jagst du wieder Fliegen? Du bist so witzig. Ich bin für dich da, Catnor. Oh, Hoffmoss? Ich lasse nicht zu, dass du meinen Teamkollegen anfasst. Hey, du bist im Weg. Ups, das wollte ich nicht. Sieht so aus, als wärst du erledigt, Catnor. Und was dich angeht, Ladybug? Was ist gerade passiert? Ha, du? Oh, mein armes kleines Kätzchen. Psst, sei still, okay? Nein, nein, alles noch nicht das. Nimm die Bestie weg von mir. Sag halt zum kleinen Bobo-Kumpel. Er muss irgendwo in der Nähe sein. Geh weg, du Loser. Hey, hör auf damit. Weiter geht's. Verfolge ihn.
Gut. Oh, Catnor. Hey, wir sind hier auf einer Mission. Reiß dich zusammen. Er ist hier irgendwo. Da drüben. Diskutier nicht mit mir. Wir sind fast da. Ich kann ihn spüren. Da. Lass mich durch. Hogmoss, mach auf. Autsch, 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 autsch. Oh, du bist so dumm. Sieh mal. Gib's auf, Hogmoss. Was machst du überhaupt hier? Also, bist du bereit? Bitte. Nein, das ist viel zu grausam. Nimm deine Hände von ihm, du Schurke. Was? Schon wieder? Hey, ich bin's. Wir verschwinden von hier. Oh, Schatz, du hast mich gerettet. Für dich tue ich alles. Catnor. Nein, warte. Wag es ja nicht, Hogmoss. Gib mir einen Moment. Hier, Catnor. Hier ist etwas für deinen Atem. Danke, Ladybug. Nützlich fühle ich mich. So gut. Es ist Zeit, dass wir uns verabschieden. Oh, das wirst du mir büßen. Was? Nein, nein. Holly, pass auf. Wo bin ich? Was ist mit mir passiert?